So, liebe Leute, herzlich willkommen. Dieses Mal wieder zu einem Special-Video in meinem Kanal, das ich, die sich ja immer mit Forschung und Lehre und Erfahrungen daraus ähm, beschäftigen. Äh, deshalb habe ich mal für heute mir vorgenommen, was ja eigentlich schon ein bisschen verspätet ist, eine Halbjahresbilanz zu ziehen von meinem YouTube-Projekt, das ich im Winter 2021 angefangen habe und ja mal gesagt habe, okay, ich probiere das mal aus, so wie ich mir das vorstelle, ob das auf YouTube funktioniert, was ich so für Inhalte mir vorgestellt habe bis zum Winter 2022 so bummelig, also jetzt nicht auf den Tag genau aber so dass man sagen kann okay man hat sich hier so Meisterung gesetzt und wenn man das erreicht kann man weitermachen wenn nicht dann äh, sucht man sich eine andere Freizeitbeschäftigung <laughs> ihr seht auch ich habe es genannt mühsam ernährt sich das Eichhörnchen es ist ähm Interessant, sich mit YouTube zu befassen und wie diese Algorithmen da funktionieren und wie äh, Nutzeraufmerksamkeit funktioniert. Manchmal auch, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wie äh, Kommentare nur zur Hälfte angezeigt werden und auf irgendwelchen Blacklists von YouTube verschwinden. Ähm, keine Ahnung, was die mir da in den Kopf geworfen haben. Die Leute, es ging um das Battlefield-Video, was ich äh, vor kurzem gemacht habe. Ihr wisst ja, ich habe. Verschiedene Formate, die ich mir überlegt habe, eins so ein kontinuierliches, das sich um die Souls-Like-Spiele rankt, weil ich ein bisschen ja, unbefriedigt war von dem, wie mir Kolleginnen und Kollegen und auch die Game Studies in Literatur irgendwie ähm, ja gezeigt haben, was sie darüber denken, was ein Souls-Like-Spiel ist und was die so mit Dark Souls und Demon Souls mit den Ursprüngen zusammenhält. Und da habe ich ja schon ein paar von den... Ähm, ähm, Souls-Likes-Let's-Plays gemacht, aber andererseits mache ich halt auch regelmäßig einmal in der Woche ein etwas aufwendigeres Video, das ich auch vorbereiten muss, dazu zu einzelnen bestimmten Beispielen von digitalen Spielen. In der Reihe habe ich die Quickshots genannt und habe sie auch sortiert, ihr werdet das gleich noch sehen. Und äh, ansonsten poste ich natürlich in meinem Kanal auch die üblichen Öffentlichkeitsarbeitssachen und Diskussionen und Präsentationen über Forschungsanlässen ähm, oder sowas. Also das ist so das rundum-Angebot. Und heute will ich euch mal ein bisschen mitnehmen auch durch die Google, äh, die YouTube-Analytics, was da so ausgeworfen wird an Informationen über meinen Ü überschaubaren kleinen Kanal. Ich sehe gerade 21 Folien wird da unten angezeigt. Das ist leider, das ist ein Fehler. Das sind auch keine 21. Ich habe keine Angst. So viele habe ich für euch nicht vorbereitet. Ihr seht aber auch an dieser Folie, dass sich bei mir eine kleine Veränderung eingestellt hat. Ähm, ja, zurück von der Leibniz-Universität Hannover, die da ursprünglich immer eingeblendet war, ähm, werde ich ab 1.10. die Forschung verlassen. Das hat diverse Gründe, darüber kann ich ja auch nochmal ein anderes Video machen. Aber ähm, ich habe in Hamburg eine neue Stelle, die ich antreten werde und werde natürlich weiterhin diese geschichtswissenschaftliche Arbeit irgendwie auch fortsetzen im Rahmen des Arbeitskreises für Geschichtswissenschaften und digitale Spiele. Nur dass ihr euch nicht wundert, warum die Leibniz-Universität da nicht mehr auftaucht, denn ähm, im September endet die Beschäftigung und da muss man halt auch klar sagen, ich bin jetzt sozusagen Privatierhistoriker <laughs> unterwegs und arbeite demnächst für die Hamburger Sozialbehörde, aber dazu kann ich gleich nochmal kommen. Ja, eine Halbzeitbilanz ist ja ein bisschen spät jetzt dran, weil eigentlich ist ja jetzt schon August. Ähm, ja, das hat sich leider so ergeben, weil ich zwischendurch auch noch mal mir Corona zugezogen habe, dadurch ausfiel und sich dadurch die Arbeit ähm, deutlich verschoben hat. Ich ähm, werde am Ende auch noch mal darauf eingehen, was das sozusagen auch für eine Lektion ist für diesen Betrieb eines solchen Kanals, ähm, was für Lektionen man daraus ziehen kann. Deswegen komme ich jetzt auch mal zu der Gliederung für heute. Also ähm, Raus aus der akademischen Forschung und der Lehre, also was habe ich da gemacht? Und äh, zu den Projekten habe ich geplant, auch noch ein äh, anderes Video zu machen, ein anderes Special-Video. Und die Frage, und nun, geht es denn jetzt irgendwie weiter oder war es das mit Herrn Nolden im äh, Bereich digitale Spiele und Geschichte? Ja. Ähm, werden wir sehen. Nein, aber ich glaube, ich bleibe dem Thema schon in irgendeiner Form erhalten. Ein Jahr für die Lücken hatte ich das genannt, was trägt dieser YouTube-Kanal bei. Und da hatte ich ja schon mal im März ein Video zu gemacht, was ich plane. Deswegen vielleicht nochmal als Rekapitulation, aber das will ich nicht so ausweizen, sondern ich will ähm, dann entsprechend euch darauf zurückverweisen, auf das Video. Äh, könnt ihr in der Playlist Special, ähm, könnt ihr ähm, das euch ja angucken. Und dann will ich detailliert mit euch, wenn euch das interessiert, das, dafür ist das Video ja da, wenn es euch nicht interessiert, dann... Ähm, wird euch vielleicht der erste Teil interessieren, aber diese YouTube-Analytics sind schon sehr interessant, sich anzugucken, selbst wenn sie bei so einem kleinen Format wie meinem Kanal halt nicht unfassbar viel auswerten lassen. Ähm, aber ich, es, es zeigt so, was für Möglichkeiten da bestehen, und da will ich euch einmal mit durchnehmen. Ähm ja, und aber dann am Ende, ich glaube, dass das schon sehr interessant ist überhaupt für die akademische Arbeit. Seit sieben Jahren bin ich ja auch sehr aktiv im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und in der Lehre und habe viel mit Studierenden zu tun, die halt auch gerne auf YouTube einen eigenen Kanal machen. Wir werden öfter auch gefragt, wie ist das denn, was für Technik können wir denn nehmen? Und im Vordergrund steht aber eigentlich nie, und das finde ich ein bisschen komisch. Was wollt? Was sind eigentlich eure Intentionen? Was wollt ihr eigentlich da auf YouTube? Was ist der Grund? Und darüber will ich am Ende nochmal ein paar Lektionen zusammenfassen, die auch aus den Befunden entstanden sind. Ja, 2009 bis 2022 könnte man jetzt sagen, ähm, ist das jetzt hier ein Ende oder was? Also erstmal zur Beruhigung, falls euch das Programm, was ich da so mache, auf YouTube interessiert, zumindest dieses eine Jahr mache ich als Testballon und dann sehe ich mal weiter. Ähm, oder ist es vielleicht auch irgendwie ein Neuanfang? Ja, dadurch, dass ich mich nicht dem Ableben nähere, ist es natürlich irgendwie auch ein Neuanfang. Aber ist das auch für so Forschungsaktivitäten Neuanfang? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ähm, dass jetzt Sackgasse ein Ende, ein Anfang ist oder so. Aber <laughs> angefangen hat das Ganze ja, und das ist ja auch noch online mit dem Keimling-Blog, ähm, wo ich ja versucht habe, Dinge auszulagern, wie so eine Art Extended Memory, was meine Dissertation anging oder der Dissertationsprozess, das ist ja auch etwas, was ich in einem eigenen Video gemacht habe, äh, zu zeigen, wie unfassbar langwierig das eigentlich war. Und ähm, ja, um halt nicht irgendwie jedes einzelne Spiel oder so detailliert nochmal in der Dissertation erläutern zu müssen, habe ich da ja dieses Blog aufgemacht oder diesen Blog, je nachdem, wie ihr es gerne aussprechen möchtet. Und ähm, ja, das ist halt alles immer noch online, aber das stößt halt auch irgendwie an Grenzen, weil Zugriffszahlen bei textbasierten Angeboten deutlich sinken. Und ähm, selbst im Zusammenhang damit, dass ich in meiner Dissertation ja auf diese Texte verweise, ist da nicht irgendwie ein großer Push zu spüren gewesen. Was wir ja auch gemacht haben in der damaligen Zeit und was auch eine tolle Erfahrung war, ist bei Professor Zanowski in Hamburg im Spätmittelalterbereich zur Hamburger Trese, also zur Ratstrese, also den wichtigsten Dokumenten des Hamburger Rates aus dem späten Mittelalter, eine Edition herauszugeben und uns da halt methodisch Gedanken darüber zu machen, wie macht man sowas eigentlich, so eine Regestensammlung und das war ja damals die Arbeit von 2010 bis 2014 und dann habe ich ja dank Thorsten Logger die Chance bekommen in Hamburg in der Public History anzufangen dort ein Game Lab aufzubauen, eine Ludothek das ähm, wäre auch wirklich was, was ich nochmal in einem eigenen Video detailliert erläutern sollte, was da eigentlich die Intention dahinter war ein bisschen ist das ja in den anderen Special Videos auch angeklungen und das habe ich ja immerhin 2014 bis 2017 auf einer durchgängigen Stelle gemacht insofern hatte ich auch in der Zeit sehr viel Glück immer mit Beschäftigung und dann nochmal zwei Jahre mit selbst beantragten Projekten. Das eine waren die studentischen Forschungsgruppen und das andere das Histogames-Projekt, was halt ähm, sich gezielt damit beschäftigt hat, um Lernmittel für Lehrerinnen und Lehrer, also in Schulen, äh, zur Anwendung von digitalen Spielen mit dem Thema Geschichte im Unterricht zu erstellen. Da sind wir auch ziemlich weit gekommen, fand ich, und haben da so ein paar mit Studierenden der Erziehungswissenschaft und der Public History ein paar interessante Aufschläge gemacht, was diese digitalen Spiele und Unterrichtskonzepte anging. Damals hat Daniel Giere uns auch mit unterstützt. Das war eine tolle Zusammenarbeit im Arbeitskreis auch. Und insofern darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, seit 2016 und immer noch sehr aktiv ist der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, der halt sehr viele Vorstöße gemacht hat, in der vergangenen Zeit Publikationen zusammen zu machen, Konferenzen. Im Moment gibt es Nachwuchsaktivitäten. Falls ihr euch dafür interessiert, steigt da gerne mit ein und kontaktiert die Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es auch ein Kontaktformular auf, dem, auf der Gespieltseite. Naja, und dann jüngst die Arbeit in der Leibniz-Universität Leibniz Hannover. Ja, es ist halt schade, dass das endet jetzt nach drei Jahren. Aber es ist halt auch so, dass Corona für eins Jahr gut war. Es hat viele, viele Missstände aufgezeigt und aufgedeckt, die mit, dem Forschungs-, mit der Forschungsarbeit und mit der Lehre zu tun haben. Ähm, auch mit dem Kollegium untereinander zu tun haben, mit der Zusammenarbeit, mit der Auffassung, wie akademisches Arbeiten in Deutschland überhaupt äh, funktioniert. Das heißt, irgendwie jeder für sich selbst und ansonsten ab und zu mal formale Dinge abzusprechen. Dafür bin ich der Falsche. Also, ich bin der Leibniz-Universität sehr dankbar, dass ich da ein VR-Labor habe aufbauen können mit Augmented Reality. Und das haben wir auch mit, zum Beispiel mit äh, Stefanie Billip von Bergen-Belsen von der Gedenkstätte. Haben wir das ja auch mal erprobt. Oder mit dem Museum Berlin, das sind halt auch tolle Lehrveranstaltungen gewesen. Dazu habe ich auch ein bisschen was gemacht zu meiner Auffassung zu Public History. Habe ich auch ein Video gemacht. Ein Special Video könnt ihr euch auch nochmal angucken. Aber ähm, das zeigt halt einfach, dass dieser ganze Wissenschafts- und Lehrebetrieb so permanent an der Krise gestrickt ist, dass ein eine Krise, die von außen kommt, alles zum Zusammenbrechen bringt. Ähm, ich, es war mir zum Beispiel nicht möglich durch meine Aktivitäten in der Lehre, und es ist ja auch toll, dass die Studierenden mich zweimal vorgeschlagen haben für so einen Lehrinnovationspreis und ähm, für so einen ja, Eng Engagementpreis in der Lehre in Hannover, den ich dann zweimal mitgewonnen habe als ähm, Zweitplatzierter. Ähm, also es sind auch andere, haben den auch mitgewonnen, aber der Punkt dahinter ist, <laughs> mir wurde dann von diversen Kolleginnen und Kollegen und auch vom na, das erwähne ich jetzt nicht, aber es wurde mir nahegelegt, mich doch mal ein bisschen mehr um meine Wissenschaft zu kümmern, weil es sei ja schön, dass ich mich so stark um die Lehre bemühe und die Studierenden fördere, aber das würde mich ja akademisch nicht weiterbringen. Und ganz ehrlich, mitten in einer Krise, wo die Leute teilweise Existenznöte hatten, wieder zu Hause einzogen und so, das hat mir einfach gezeigt, dass dieser akademische Betrieb völlig an dem Bedarf vorbeigeht. Und insofern habe ich da halt auch meine Konsequenzen rausgezogen. Und da es dann Verzögerungen gab, dabei meine Weiterbeschäftigung zu realisieren, habe ich dann halt auch neue Bewerbungen begonnen und habe dann interessanterweise, und dieser Strich ist deswegen so ein bisschen perforiert, weil ich ja nicht weiß, ob das jetzt der endgültige Ausstieg aus der Forschung ist. Denn das, was ich jetzt mache in Hamburg, ist im Sozialpädagogischen Forschungszentrum, Fortbildungszentrum, jetzt habe ich mich versprochen, ein, ein Fortbildungsprogramm für Führungskräfte zu entwickeln, die in der offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten und Digitalisierung und Medienpädagogik damit integrieren wollen. Und ich ahne, dass da auch viel von dem bisherigen eine Rolle spielen wird. Aber ich, ähm, es geht am 1.10. los. Ich bin sehr gespannt, was die Vorgespräche so mit den Kolleginnen und Kollegen angeht. Also, es ist ein Bruch, sagen wir mal. Aber es ist nicht der komplette Abschied von allem, was davor war. Und insofern freue ich mich auf das nächste Projekt und bleib über das Thema auch vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich erhalten. Ja, immerhin müsst ihr nicht mehr meine zahllosen Bahntweets äh, bei Twitter ertragen, die ähm, sich über, das, über den Zustand der Deutschen Bahn und ihrer Gleise und Weichen und Verspätungen und sowas auslässt. Das bleibt euch jetzt erspart. Da ist die Hochbahn in Hamburg ja sehr viel zuverlässiger. Ja, und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Das vielleicht dazu zu erklären. Aber was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Also, ähm, was ich angekündigt habe, war ja hier im Rückblick Special März. Da waren es ja auch schon drei Monate, dass ich das Projekt, damit ich ein bisschen was zeigen konnte, auch, ähm, angestoßen hatte. Diese. Kontinuität zu zeigen von dem Blog, was ich angefangen hatte 2009, dieses keimling blog und die zehn Jahre Geschichtswissenschaft und wie das halt sich ummünzt in diesen Testballon, in diesen Versuch. YouTube, wir haben ja auch. Im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele durchaus eine ganze Menge Aktionen schon gemacht. Es gibt einen Twitch-Kanal und äh, es gibt kollaboratives Spielen dort, äh, zum Beispiel Crusader Kings oder auch Humankind haben wir schon gespielt. Civilization. Das hat großen, großen Spaß gemacht, zusammen das zu erkunden, wie man das auch für geschichtswissenschaftliche Zwecke einsetzen kann. Und ähm, ja, da habe ich das halt so ein bisschen vorgestellt. Ihr könnt euch das ja, wie gesagt, alles nochmal ähm, angucken bei den Specials und den Einblickenden in Forschung und Lehre, die ich auf meinem Kanal. Anbiete. So, und welche Videoformate gibt es jetzt schon? Das hier nur als kurzer Überblick. Ich habe die bei dem anderen Video sehr viel deutlicher oder detaillierter angesprochen. Also es gibt halt Games, Journalismus speziell, der dann halt auch Geschichte äh, thematisiert, aber es gibt halt auch eben Journalismus über Games als historisches Phänomen, als kulturgeschichtliches Phänomen. Es gibt Erklärvideos, die, wie hier im Fall von Michael Reinke und äh, Mr. Wissen2Go, Zusammen ein Video gemacht haben zu Games und Geschichte und wie das zusammenhängt. Ähm, Erklärvideos halt einfach. Ähm, ja, und dann gibt es Histotainment, wie der Kollege Steinwallen da unten. Es gibt halt Dinge, die ich persönlich nicht besonders schätze, wie dieses Historiker kommentiert, also quasi aus einer Expertenstatusrolle heraus anderer Leute Projekte kommentieren. Und der Anders ist ja meistens eher nicht wohlwollend, sondern es ist meistens. Pauschal immer nur Kritik. Ähm, da würde ich mir andere Formate wünschen. Aber das ist halt ein sehr beliebtes Format ähm, im Internet, ähm, wo, wozu wir auch gleich noch kommen, was sozusagen die Gewohnheiten nett sind. Entschuldige, das Kabel bamselt hier wieder drum. Die Gewohnheiten gerade auf YouTube und wie man dagegen ankommt. Gegen die Algorithmen gar nicht, aber wie man zum Beispiel einen Kontrapunkt setzen kann. Und dann gibt es eben auch dieses Verified, also diese Richtigkeitsüberprüfung. Ein Kanälen, die halt sich nur damit äh, beschäftigen, wie akkurat ist jetzt das Verschlussgeräusch eines Gewehres. War dieser Panzer 1916 wirklich schon diese Ausführung mit diesem langen Rohr da? Pff, ja, gut. Also es gibt offensichtlich einen Markt dafür und man muss ja als Historikerin oder Historiker nicht alles geil finden. Aber es gibt natürlich auch viele fundiertere Pro, ähm, Programme, hätte ich fast schon gesagt, ähm, ähm, Angebote die auch teilweise aus dem Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und Digitale Spiele kommen, aber auch außerhalb, zum Beispiel das Podcast hier von History Respond, ist halt ähm, primär ein Gespräch, wo im Hintergrund dann eben das Spiel als Illustration läuft. Also das heißt, der Bezug ist mir meistens zu wenig zu dem, was im Hintergrund gezeigt wird. Wir haben, das ist der Punkt der Erinnerungskultur, wir haben mit der Stiftung Digitale Spielkultur eine Datenbank Games und Erinnerungskultur aufgebaut, ähm, in der Ziemlich viele Spiele mittlerweile schon in drei Tranchen, das ist schon die dritte Tranche oder die vierte, ähm, zu verschiedenen Themenschwerpunkten diskutiert werden. Und zwar in so vier, fünf, sechs Minuten. Da kann man natürlich nicht alle Welt erklären, aber es ist halt als Einstieg super und als Ideengeber für die Gamesbranche auch. Ich hatte den Ko die Kollaboration im Livestream erwähnt, die wir machen. Es gibt natürlich viele Streamer ähm, auf Twitch, die halt ähm, gemeinsam zur Unterhaltung irgendwelche Spiele spielen und dann eben das Streamen auf verschiedenen Kanälen, äh, was sie halt versucht haben, ist halt auch so ein bisschen zu experimentieren damit, was, was könnten eigentlich Formate sein, wo man geschichtswissenschaftlich halt auch einen Mehrwert rausholt, zum Beispiel ähm, Gespräch, wie eine Diskussionsrunde, während man gemeinsam Multiplayer spielt oder eben auch kollaboratives Multiplayer erforschen, weil <laughs> wenn man ein Multiplayer-Spiel alleine als Einzelkämpfer beforschen will, geht das ja gar nicht. Das heißt, da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Einsatz und Elan wünschen. Tastenhauer, der Kollege da unten ähm, links bei Let's Play mit Histo breaks habe ich mal genannt. Ich habe ver vergessen, wie er, das, äh, wie er es nennt, irgendwie so Gespräche in der Burgrunde, sage ich jetzt mal. Ähm, also mit Unterbrechung, wo dann eben Informationen erklärt werden und Fragen beantwortet werden und so, das macht das schon ziemlich cool. Also, den kann ich äh, sehr empfehlen. Ist auch im Arbeits, also jetzt Disclaimer ist auch im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und engagiert sich da sehr. Rezensionen wie im Falle vom ludologischen Duett, wo man eben versucht, Angebote wie zum Beispiel die von Mr. wissen to go oder auch Terra X oder sowas ähm, zu besprechen, aber eben nicht nur als Pauschalkritik, sondern eben als ähm, ja als Analyse. Mit einem Fazit, welche Leute spricht es an und solche Sachen, das ist schon sehr spannend. Und die didaktische Sicht darf natürlich auch nicht fehlen. Alexander Preisinger und Kollegen unten in Wien mit Geschichtsdidaktik und Politikdidaktik digital, ein bisschen Zungenbrecher. Aber die machen äh, kurz ähm, Vorstellungen von verschiedenen Spielen und wie man sie einsetzen kann für die historisch-politische Bildung. Das ist schon ein ziemlich cooles Angebot. Also, warum braucht mein Kram denn jetzt eigentlich noch dazu? Was ist die Lücke, die mir die Jahre aufgefallen ist? Ich habe schon ein bisschen angedeutet, bei, ähm, bei dem Podcast zum Beispiel, der ja sicher ja eigentlich nicht versteht als Podcast, sondern als ähm, Videogesprächsrunde. Und auch neue, neue Angebote hat, wie Let's Plays und sowas mittlerweile. Aber mir fehlte oft der Bezug dann direkt zu dem, was man da sieht. In dem Spiel und äh, solche Dinge habe ich versucht, halt im Jahresplan aufzugreifen und mir gezielt etwas zu überlegen. Ich komme zu den Kriterien ganz am Ende auch noch. Was ist denn leistbar sozusagen, nebenher, neben dem Beruf und um Kontinuität herzustellen und den Algorithmus zu befriedigen und so? Das ist ja nicht so ganz einfach. Was ja in meinem Kanal schon immer drin war, waren diese Mitschnitte von Vorträgen und Projekten. Hier sieht man halt das so zum, zu unserem Game Jam, den wir mit If Games Schleswig-Holstein und ähm, dem Hanse-Museum gemacht haben. Ähm, wo es um neue Ideen geht, die Hanse und hansische Seefahrt, Kaufmannschaften und so umzusetzen. Also solche Vorträge, die ich dazu gemacht habe, um ähm, ja, ein, Leuten, die von dem Thema noch nichts gehört haben, in digitalen Spielen einen Einblick zu verschaffen. Und dann das, was ich nach und nach ausbaue, ist halt das Dissertationsarchiv, also die Videos, die auch als in dem Anhang meiner Doktorarbeit für meinen Text sozusagen als Belege dienen. Da komme ich nach und nach voran und stocke das Ganze auf. Und dann eben die Frage der Vernetzung. Also, welche Kanäle empfiehlt man eigentlich darüber? Ich weiß auch nicht so recht, wie viel davon wirklich angesehen wird von Nutzerinnen und Nutzern. Aber ihr seht hier unten zum Beispiel den Arbeitskreis Geschichtswissenschaften, digitale Spiele oder auch Tastenhaus, gespielte Geschichte-Kanal. Eben auch Let's Play-History von Jan Heinemann oder hier angeknackst noch. Stiftung Digitale Spiele. Das heißt, diese Vernetzung. Aber was, das war das, was ich sowieso schon immer hatte. Aber wie kann man das jetzt besser nutzen? Also, einerseits habe ich gedacht, ich brauche ein kontinuierliches Angebot, das permanent läuft, quasi wie eine tägliche Serie. Und da habe ich ja schon mal vorhin erwähnt, dass ähm, mir die Erklärungen suspekt waren, wie was Souls-like-Spiel ausmacht. Und da habe ich mich jetzt nach und nach über vier, also ich bin jetzt im vierten Let's Play, nach und nach. Ähm, Vorgewagt, also am Anfang war es Lords of the Fallen von Deck 13, dann Remnants from the Ashes von Gunfire Games, ähm, dann Jedi Fallen Order, auf das wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen bei den Nutzungszugriffen, und ähm, jetzt aktuell gerade The Search, auch von Deck 13, um halt sozusagen den Entwicklungsschritt von Fallen, ähm, nicht Jedi Fallen Order. Lords of the Fallen, ist immer das, das kriege ich immer durcheinander, zu The Search, uns anzugucken. Und das sind jeweils so irgendwie zwischen 30 und jetzt bei The Search zieht es sich etwas, sind es insgesamt über 50 Folgen. Und das ziehe ich halt über dieses Jahr durch. Das zweite waren eben diese Quickshots. Ich habe erwähnt, dass das ein bisschen mehr Vorbereitungszeit erfordert, weil ja auch manche Spiele. Ich hatte mir das erste vorgestellt, dass ich einfach mittwochs immer eine Stunde mache zum Spiel. Da habe ich noch nicht einen guten Weg gefunden. Weil. Einige Spiele davon kann man einfach mal eine Stunde abhandeln und hat dann alles dazu gesagt. Manche haben unterschiedliche Modi. Ich denke an Battlefield, sowas. Da ähm, gibt es dann eine Kampagne, da gibt es äh, einen Multiplayer-Modus. Es gab hier verschiedene Perspektiven bei dem Beispiel zu Watch Dogs 2, die ich aufgemacht habe. Und ähm, das hat teilweise deutlich länger als eine Stunde gekostet. So einen richtigen Idealweg habe ich dann noch nicht gefunden. Das heißt aber auch, wenn ihr sonst so Videos gewöhnt seid von fünf bis zehn Minuten auf YouTube und dann das nächste. Tendenz ähm, fallend, dank TikTok und der Shorts, die es jetzt mittlerweile dann auch gibt und Reels auf Instagram und so. Mhm. Passt das nicht so ganz ins Konzept von YouTube? Das können wir gleich auch nochmal uns angucken. Die Retention Rate, also die Rate, mit der das zu Ende geguckt wird auch. Naja, nee, und dann eben diese Specials hier, um halt auch ein bisschen was aus meinen Intentionen und meiner wissenschaftlichen Arbeit da zu speichern und zu bunkern, damit Leute, die vielleicht Interesse daran haben, mich, für, ich weiß nicht, für Vorträge zu buchen oder auf eine Konferenz zu holen, ein bisschen sehen, was mache ich denn da eigentlich so, weil ich finde, das ist halt auch etwas, was man jenseits von privaten Webseiten eigentlich irgendwie in der Wissenschaft auch kaum lernt oder lehrt, diese Selbstrepräsentation. Und was ich ja in all diesen Videos mache, nicht in den Let's Plays, die, sind, die laufen durch, aber in den Quickshots und den Specials ist auch Kapitel angeben für bestimmte Inhalte, damit man das wiederfindet, dass man da immer durchspringen kann. Denn überlegt man so ein... Zum Beispiel zu Battlefield 1, das Multiplayer-Video, war zwei Stunden fünf lang. Mit am Anfang eine Einleitung, verschiedene Modi erklären, das Freischaltsystem, ähm, der Eroberungsmodus. Ich habe noch nicht mal alle Spielmodi daran abgehandelt. Am Ende die Operations, also diese verketteten Missionen, die Battlefield 1 bildet. Und dann eben noch ein Fazit am Ende. Ja, man wird ja irre, wenn man das einmal so durchgucken müsste. Also mache ich mir dann immer die Mühe mache Kapitel. Damit ihr euch nicht die Mühe machen müsst, das ganze Video zu gucken und dann händisch irgendwas zu notieren. So habt ihr immer schon einen Einblick, ab welcher Minute was interessant wird. Und das ist halt auch etwas, was sozusagen dem YouTube-Algorithmus zuwiderhandelt. Natürlich ist es toll, wenn Leute später wiederkommen und einen anderen Teil des Videos nochmal sehen. Das gutiert er durchaus. Aber. Es ist nicht so gedacht, dass man verschiedene Kapitel ansteuert und sich vielleicht nur für eins dieser Teile interessiert, sondern YouTube belohnt eigentlich nur dann, wenn man alles durchguckt, von Anfang bis Ende und möglichst auch keinen Adblocker hat, um ähm, dann irgendwie dieses ähm, Video werbefrei zu genießen. Aber auch zur Monetarisierung kommen wir gleich. Also, das war mein Plan. Also diese drei Felder abzudecken. Und das ist auch das, was nicht alles ist, was ich mir wünschen würde. Zum Beispiel habe ich erwähnt, kollaboratives gemeinsames Spielen würde ich viel mehr in den Vordergrund drücken. Da gibt es ja auch bei äh, eigenen Projekten so ein paar, zum Beispiel World in Conflict, fand ich toll, dass wir daraus mit Tastenhauer und wer war denn noch dabei damals? Ach, Markus Passermann, ja, Entschuldigung, Markus. Ähm, dass wir da so eine Diskussionsrunde aus verschiedenen Perspektiven auch draus gemacht haben und uns gleichzeitig gespielt haben und am Ende dann nochmal in den Multiplayer eingestiegen sind. Ähm, Sowas würde ich mir mehr kontinuierlich wünschen, aber das kriegen wir einfach nicht hin. Und deswegen habe ich mich auf diese drei Formate festgelegt. Okay, schauen wir doch jetzt aber mal auf das, deswegen heißt es ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, auf das, was Herr Nollen so in jetzt bummelig, also einem guten halben Jahr auf die Beine gestellt hat. Dazu ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Angebot, was ihr jetzt hier seht, ja, erst seit 2021, Ende 2021, im Dezember, in der Winterpause sozusagen angefangen hat zu entstehen. Auch dieses Design, also die Gestaltung der Oberfläche und so. Und dass es davor schon meinen Kanal gab, seit 2013 oder 11 oder so Und dass ich dann natürlich auch Playlists gemacht habe. Es im Interesse einer sinnvollen Auswertung wäre es vielleicht klüger gewesen, einen extra Kanal zu erstellen für dieses Einjahresprojekt. Da habe ich aber am Anfang nicht drüber nachgedacht weil das natürlich sozusagen die Werte verschiebt, wenn etwas. Also ich habe zum Beispiel eine Playlist zu einem, äh, zu Strange Days, zu dem Film von 99 oder was, oder 98. Und die wird unfassbar viel abgerufen. Also keine Ahnung warum. Ähm, aber es ist auch eine gute Playlist. Aber der Punkt ist, dass relativ das, das verfälscht natürlich die jetzigen Ergebnisse, was sozusagen Durchschnittswerte der Nutzung sind und sowas. Das, ähm. Das ist der Punkt dahinter. Okay, aber lasst uns doch mal jetzt hier rüber hüpfen. Oh, jetzt sind wir auf dem falschen hingehüpft. Wo sind wir denn hier? Ja, da müssen wir hin. Das hat geklappt. Und dann seht ihr ja auch, das Ganze mal reinformen. Also ich habe jetzt hier oben immer diese Quickshots laufen. Das ist halt sozusagen spatenmäßig organisiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt groß genug ist. Ich kann ja noch mal ein bisschen größer machen. So. Das heißt, wir haben eine Hauptlaufleiste von dieser Playlist, da sind jetzt 41 Videos drin. Das heißt, wir haben ja nicht 41 mit Woche seit dem letzten Mal. Ich habe dann immer mehr Teile, Mittwoch, Donnerstag, Freitag zum Beispiel und sowas gemacht. Bei den Action-Abenteuern sieht man hier so ein bisschen ein Video von Assassin's Creed Odyssey. Eine Spezi ein Spezial Playlist zu Modifikationen, hier zu Shootern, narrative Netzwerke habe ich es genannt, also alles, was halt so erzählend ist, weil ich vermeiden wollte, dass das linear wirkt, wie ein Buch durcherzählt so. Ähm, naja, und hier seht ihr dann halt noch was zu Wirtschaftsaufbau, Strategiespielen. Ich habe versucht, die Kategorien möglichst überschaubar zu halten. Bei eigenen Projekten in der Zeile, das ist eben das, was ich eben meinte, habe ich ähm, im Überblick. Ähm, was, was sozusagen nach und nach entsteht, jetzt aktuell entsteht gerade ähm, ein Handbuch für Wirtschaft und historische Bildung an dem ich beteiligt bin und dafür extra Videos erstellt habe ähm, oder halt unser Humankind Stream den ich in Folgen unterteilt habe, solche Dinge äh, die Datenbank mit Games, die ich erwähnt habe, ja also, was, also eigene Projekte, die so gelaufen sind und dann eben diese Playlist Geschichte, Erinnerungen, Computerspielen ähm da sind halt die einzelnen Folgen, glaube ich, drin. Zum Beispiel hier von. Ach ne, das ist hier zu einer, einem bestimmten Vortrag. Ich kann ja hier mal draufklicken. Ja, da sind halt auch die von ja, von, Aktu von Projekten, die ich mal durchgeführt habe, drin. Dann kommt hier unten, und das mag ein bisschen komisch anmuten, weil das ähm, sozusagen ja der Unterhaltungswert -Content, Content ist, wenn man so will. Ist die ähm, Playlist von The Search und darunter halt die systematisch auf der Suche nach dem Kern des Huls like playlist Ich hoffe, das kann man nach einem Video auch gut genug sehen. Ähm, ihr seht, dass die, dass bei diesen Videos hier die Nutzungszahlen überschaubar sind. Ähm, die Systematik ist ja aber, dass ich das dann nicht abbreche, sondern ich bin ja auf der Suche nach dem Kern des Hulz-Like-Spiels. Das heißt, ich ziehe die auch bis zum Ende durch und auf einer anderen Ebene will ich halt damit auch zeigen, dass diese Spiele erlernbar sind. Das hat bei einigen besser funktioniert als bei anderen. Aber man sieht, dass es dann halt eben sehr unterschiedliche Zahlen gibt. Wir können ja hier spaßeshalber mal bei Jedi Fallen Order reingucken. Huch. Und hier mal irgendwie eins auswählen. Na, wir können ja gleich zur Nutzungszahlen gucken. Was weiß ich. Was haben wir hier? Das sind immerhin dann im Mai 100 Views gewesen. Naja, gut. Also es sind jetzt keine gigantischen gronk zahlen aber ich bin ja auch Anfänger. So. Ich hoffe nicht, dass mir das jetzt hier wieder irgendwie ähm, Copyright Claims einbringt, dass ich da nur diesen einen Akkord drin habe. <laughs> okay, dies hier ist halt systematisch aufsummiert. Ich will für dieses Jahr halt auf jeden Fall noch ähm, Dark Souls wahrscheinlich 3 spielen und Elden Ring. Und hoffe, dass ich das bis zum Ende des Jahres halt als rundes Projekt durch habe, sozusagen. Hier unten seht ihr das Dissertationsarchiv, das ich zusammengestellt habe, nach den verschiedenen ähm, Zugriffswegen. Also A, B, C fehlt jetzt noch und so. Ja, und hier sind die U Uploads. <laughs> hier sind noch Playlists, die insgesamt interessant sind, also die unendliche Keimlingliste zu meinem Blog und was ich dann alles zu, dazu noch reingepackt habe. Und eben zu Public History Themen. Und hier unten Kanale-Empfehlungen zu den Kolleginnen und Kollegen, die auch sehr aktiv sind im Bereich Geschichte. Auch nicht ultra üppig, aber ein bisschen jedenfalls. So und wenn man dann hier eben weiter guckt, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken. Ähm, wo ist denn die Präsentation da? Was kämen denn hier als nächstes? Ach so, okay. Videos, Sparten und Konfiguration. Achso, dann sollte ich nochmal in die Custom-Sachen reingucken. Also hier seht ihr, die, seht ihr den Überblick innerhalb dieser YouTube-Plattform, wer das noch nicht gesehen hat. Man sieht hier halt, welche Kommentare sind. Dies hier ist so ein Fall, dieses ähm, Battlefield-Video hier unten. Hier sind neun Kommentare angezeigt und ich habe auch schon mal in die Runde gefragt. Das ist ein uraltes, bekanntes Problem wohl, dass die Kommentare... Ähm, dass YouTube mit Blacklist arbeitet, aber nicht ausgibt und sagt, aus welchem Grund diese Videos raus sind. Man sieht ja auch hier, ist irgendjemand sehr unzufrieden gewesen mit dem Video. Tendenziell sind die, ist die Anzahl relativ zu den Views, dass jemand gut oder schlecht dazu sagt, relativ gering. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Und dieses Video hat offensichtlich jemand erzürnt. Ähm, denn da gab es dann halt vier, kann ich sehen von den Kommentaren. Ich kann euch das ja auch mal zeigen bei den Comments, obwohl das kann ich besser nicht zeigen, weil ich wegen der Persönlichkeitsrechte das nicht machen kann. Ähm, weil da würden ja Leute dann sichtbar werden. Und hier sind halt alle dann aufgelistet. Ich finde es nicht so gut gemacht von. YouTube, man hätte es wenigstens dann noch nach Playlists orientieren, ähm, sortieren können. Ihr seht, insgesamt sind 137 Videos jetzt hier drin ähm, in meinem Kanal, die ich selber erstellt habe und dann eben die andere, die ich halt auch noch in Playlists verlinkt habe. Diese Playlists ähm, sind auch nicht so besonders ultra hübsch sortiert hier, aber ich lege dann halt welche an und habe... Ähm, dann auch immer eine Beschriftung dabei. Ich habe gerade irgendwo gesehen, dass ich zum Beispiel hier bei Vorträge und Öffentlichkeitsarbeit keine Beschriftung habe und bei den Specials auch nicht. Das sollte ich mal dringend nachholen. Ähm, denn darauf reagiert eben der Algorithmus auch, wie gut man die, die, die ganzen Felder füllt und so. Das wird jetzt nicht der Grund sein, warum ich nicht so viele äh, Nutzerinnen und Nutzer habe, aber man sollte das schon beachten. Und dann kommen wir eben zu diesem Bereich Customization. Ähm, hier sieht man, was ich hier alles ähm, angelegt habe, was ich euch eben auf der Hauptseite gezeigt habe, das sind dann halt so Sektionen, die man zusammenpacken kann, wo man dann halt eine Beschriftung macht und einen Text erklärt und wo man dann nach und nach das alles füllen kann, um halt hier so einen Überblick zu haben, wie es dann aussieht. Manches davon braucht ein bisschen, bis es dann realisiert wird von YouTube, aber ähm, im Prinzip funktioniert das alles ähm, schon sehr gut und es ist ein ziemlich guter Service finde ich, dass man das alles so kostenlos nutzen kann und dann kommen wir eben auch Frequenz hatte ich Häufigkeit also jeden Tag ein Video ist das Ziel ähm das bedeutet auch, dass die Souls-like-Videos sich verschieben, wenn mein meinetwegen Battlefield 1 jetzt drei Tage verbraucht hat, weil ich halt einfach auch auf Vorrat arbeiten muss. Ich habe das jetzt in der Corona-Zeit äh, gesehen, dass das halt, ähm, also als ich Corona hatte, dass ich halt nicht in der Lage war, Videos zu produzieren. Das können ja auch ganz andere Dinge passieren. Was weiß ich, habe eine Scheidung, ihr müsst einen Arbeitsplatz wechseln oder ihr habt Arbeitsspitzen. Und dann muss man halt sehen, dass man irgendwie vor die Welle kommt, sonst gibt es Pausen und Pausen hasst der Algorithmus. Ähm, ja, Sparten, das sind halt diese Kategorien, die ich hier angelegt habe und die Videos dazu geordnet habe, in Playlists und eben die Konfiguration ist das hier, was ich hier gezeigt habe. Es äh, ist halt wirklich eingängig, ähm, sehr gut selbst, zu erkl selbst erklärend. Ich glaube, das klappt hier auch mit den Wechseln so. Okay, der Traum von Geld und Ruhm. Also, viele auch von den Studierenden, die mit mir sprechen, denken ja, weiß der Teufel was, was man da für Inhalte reinhaut ins Netz und ähm, was man dann damit verdienen kann und Let's Plays und dann schaltet man Werbung und so. Das ist ein hartes Brot. Also, ich glaube, Tassenhauer, der Kollege, hat dazu auch mal ein Video gemacht, ähm, was, also, was sozusagen Einblicke angeht. Ich habe gerade eins gesehen von Fabian Sigismund. Der natürlich nicht weit, also von seiner Unterhaltungsreichweite überhaupt nicht vergleichbar ist mit meinem Angebot hier oder auch nicht mit dem von Tastenhauer. Ähm, selbst hier wie Steinwall mit seinen riesigen Nutzerzahlen hat halt nicht den Impact wie ein Fabian Siegesmund. Ähm, aber auch der hat halt irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, bei Twitch auszusteigen für den Urlaub und so. Das heißt, es ist schon hartes Brot, wenn man das alleine machen will und davon leben will. Oder zieht euch mal warm an, denn. Man muss ja YouTube-Partner werden, sonst kriegt man ja keine Werbeerlöse sozusagen ausgezahlt. Das bedeutet halt auch, dass viele Leute halt zusätzlich noch Patreon machen oder sich, wie heißt das, Coffee to go oder was, wenigstens mal einen Kaffee spendieren lassen von der Community. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, Zusatzangebote machen, Steady-Angebote oder was der Teufel was, oder man hat eine externe Webseite oder sowas. Was jetzt nur das Wachstum auf YouTube angeht, ja. <laughs> das, ihr seht, ich nehme den Forschungsgeist sehr ernst, weil. Das ist schon ein bisschen peinlich, was ich euch hier anbiete. Also man muss eine zweistufige Verifikation, Sicherheits- also fürs Passwort angeben. Und man darf keine community Guidelines strikes haben. Also man darf sich nicht in der Community gegen die, gegen die Rahmenrichtlinien äh, verhalten haben, die dann aktiv sind und nicht geschlichtet. Also, das heißt ja aber auch, gehen wir mal da links auf, man braucht mindestens 1000 Abonnentinnen und Abonnenten. Was mir gar nicht so klar war, ist, dass man. Dass so viele Leute YouTube gar nicht angemeldet nutzen. Mir war intuitiv so irgendwie, hatte ich gedacht, ja, wer das macht, macht seine eigenen Playlists und muss dann eben auch angemeldet sein und so. Aber das scheint viel, viel weniger, als ich erwartet hätte zu machen. Das heißt, ich habe jetzt, ich hatte ja gehofft, für diese Folge halt komme ich noch auf 100. Ich habe irgendwie, weiß nicht, am Anfang, glaube ich, 30 oder sowas gehabt oder noch weniger, als, als, als das Jahr losging. Und jetzt sind es halt ähm, 97 und es freut mich ja auch, dass sich Leute für meinen Inhalt interessieren, aber von einer Monetarisierung ist das meilenweit entfernt. Und dann müssen es halt 4000 Public Watch, also öffentliche, ähm, öffentliche Zusehenszeiten, also Fernsehzeiten äh, in Stunden sein. 4000 sind nötig. Ich habe 323. Und das nach einem... Mehr als einem halben Jahr arbeiten mit kontinuierlichen Inhalten und sicher Special Interest äh, inhalten Das ist jetzt ja nicht, oh, boah, Guy, Reaction-Video zum Auspacken von Bibis neuem Bibi-Video oder was, keine Ahnung. Ähm, darauf hätte ich auch gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Das heißt, der Traum von Geld und Ruhm mit der Monetarisierung ist schon sehr schwierig. Ähm, hinzu kommt, und das sieht man hier bei dem Battlefield-Video, das habe ich mal vorbereitet, eine kurze Sequenz am Anfang. Die ich natürlich aus systematischen Gründen nicht einfach wegschneiden kann, weil es Teil des Spielerfahrungs, ist, wenn ich das als Historiker ernsthaft betreiben will. Da ist das Spiel Dream A Little Dream of Me von Margaret Bingham drin. Da hat jemand Rechte dran. Das heißt, ihr seht da unten. Kann man das hier unten sehen, das Video kann nicht monetarisiert werden. Also selbst wenn ich das jetzt äh, erfüllen würde mit diesem YouTube-Partnerprogramm, könnte ich daraus kein Geld aus der Werbung ziehen, weil diese Gelder gehen wegen dieser. nicht mal. Dreiviertel Minute äh, gehen sie an äh, Abco Music und ähm, ja, es wird mir trotzdem erlaubt, das Video so zu machen. Ist ja auch nett, ist ja, ist ja ein äh, Mitschnitt eines Spiels. Äh, aber sonst müsste man das halt stillstellen oder so. Und hier steht, das hat ja YouTube auch geändert und da ist es halt auch so: Verlässlichkeit. Huch, jetzt bin ich aufs Mausrad gekommen. Verlässlichkeit bei YouTube ist auch so ein Ding. Warum sind denn alle zu Twitch gewandert? Weil YouTube mal eben ihre ganzen Monetarisierungsrichtlinien geändert hat und äh, davor gab es ja auch schon eine Welle, wo auf einmal die Inhalte ein Problem waren. Ähm, das heißt, dieses Video ist ineligible für die Monetisation. Ähm, Monetarisierung ist nicht möglich, weil es eben einen ja, Copyright-Strike gibt, der mich zwar nicht hindert, das auszustrahlen, aber die Einnahmen dafür geltend zu machen. Das ist schon ein bisschen putzig beim halbstündigen Video, bei einer Dreiviertelminute. Aber da gibt es keine Ausnahmen und YouTube ist da ja quasi auch nur Erfüllungsgehilfe oder, oder muss erfüllen, was die Europäische Union für ist im Bereich Copyright und Rechteübertragung und Leistungsschutzrechte und sowas gemacht hat. Da gibt es ja zum Beispiel von Solmik und Partner hervorragende Videos zu, falls ihr da mal in den Kanal von denen reingucken wollt. Ähm. Ja, das ist kein Copyright-Strike, steht noch drüber, aber ich wollte euch deutlich sagen, also selbst wenn ihr keinen Strike auf die Copyrights kriegt und dafür irgendwie die Videos runternehmt, sie sind dann trotzdem nicht direkt bei YouTube monetarisierbar. Und das liegt halt auch an den veränderten Community-Guidelines. Die kann ich euch auch nur empfehlen, sehr intensiv im Auge zu behalten. Und das weiß ich jetzt ja auch nicht alles aus. Weil ich es mir nur angelesen habe, sondern durch die Kontakte mit YouTubern, auch in unserem Arbeitskreis und mit Leuten außerhalb des Arbeitskreises, worauf die so achten müssen und was sie für Erfahrungen gemacht haben. Das ist. Das bedeutet zum Beispiel, als ähm, der Syrienkrieg ausbrach und als auf einmal ganz viele Videos dann von diesem IS gezeigt wurden, ähm, wo Menschen geköpft wurden. Die sind natürlich relativ schnell verschwunden, aber. Die Werbevideos, die Werbeeinblendung davor, das war den Werbezahlen dann halt nicht so recht, dass vor solchen Videos äh, dann auch noch Werbung kam. Zum Beispiel für Rasierapparate, weil das ja kontextabhängig ist. Ähm das heißt, damals gab es eine große Welle bei YouTube, dass halt Inhalte wie Politik und Geschichte und kritische Inhalte und äh, Streit und sowas dass das nicht mehr beworben wird, dass da keine Werbung mehr davor geschaltet wird. Das hat sich schon wieder ein bisschen geändert, weil jetzt ja selbst vor Videos, die nicht im YouTube-Partnerprogramm sind, so wie bei mir, äh, Werbung geschaltet werden kann, die sich dann YouTube, YouTube einfach reinstreicht. Also insofern, ich will damit nur sagen, es ist sehr schwierig, da Reichweite herzustellen und die entsprechende Werbung herzustellen. Überlegt euch das sehr gut, ob das der richtige Grund ist, zu YouTube zu gehen, kann ich dazu nur sagen. Ähm, macht es jedenfalls nicht, und so machen es ja viele. Schaut euch zum Beispiel bei Tastenhauer an, wie der das macht. Ähm, verschiedene Monetarisierungsmaßnahmen, die außerhalb von YouTube liegen und das ergänzen und so. Denkt aber auch daran, dass alles das Einnahmen sind, ähm, die zu versteuern sind, bitte, ja. Also nicht, dass ihr halt irgendwie jetzt denkt, das kann man alles für sich behalten, sondern darauf müssen dann halt auch noch eben Einkommensteuern bezahlt werden. Und wenn ihr dann richtig erfolgreich seid, ist so eine Nachzahlung halt auch unangenehm, wenn man das ganze Geld verkloppt hat. Aber so weit bin ich hier ja noch lange nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dieser Traum von Geld und Ruhm auf YouTube ist etwas, es sind ja auch mal Zahlen geleakt worden vor einem halben, Dreivierteljahr. Von Zehntausenden, von Hunderttausend Leuten sind vielleicht 200 in der Lage, davon ein ordentliches Auskommen zu geben. Da waren ja selbst YouTuber, Leute wie Hand of Blood oder wie sie alle heißen, waren ja davon erstaunt oder schaut den Wechsel von den Rocket Beans äh, vom YouTube-Vollprogramm ähm, hin zu Twitch. Und diese seltsamen Verzettelungen in einzelne Special-Kanäle, die dann eben die einzelnen Personen da betreuen, ähm, an. Das, man ist getriebener von diesen Richtlinien. Es ist nicht so, dass man das unter Kontrolle hätte und deswegen sollte man auch sein... Seelenheil und sein finanzielles Heil nicht unbedingt daran knüpfen, an das, was YouTube so macht. Das wollte ich nur dazu mal zu diesem, äh, zu dieser Monetarisierungsgeschichte sagen, weil das auch etwas ist, was im Gespräch mit Studierenden immer wieder eine Rolle spielt, dass es halt einfach ausgeblendet wird. Und dann überlegt euch doch lieber, wenn das sowieso nicht geht, mache ich mit Hilfe von YouTube nicht vielleicht besser ein Angebot, das ganz anders ist? Das war ja auch meine Überlegung. Wo ist die Lücke? Diese drei Angebote, die ich da machen will, mit dem Souls-Like und dem Quickshot und diesen äh, Special-Videos, das ist etwas, was sonst so noch keiner macht. Warum muss man denn immer dasselbe nochmal machen? Irgendwelche Reaction-Videos oder Historiker kommentiert oder sonst was? Oder einfache Let's Plays? Ich meine, natürlich könnt und sollt ihr das machen, ja? Aber überlegt doch einfach mal, ob es nicht einen Beitrag gäbe, der auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Irgendwas. Also selbst aus einem Dark Souls-Let's Play kann man noch eine Menge daraus machen, wenn jemand wie Hand of Blood zum Beispiel sich ein Wheel of, wie heißt das, Wheel of Schmerz oder was anlegt, wo er dann halt von 1 bis 20 Maßnahmen, wenn, er, wenn, wenn der Spielcharakter stirbt, sich irgendwelche Zusatzmaßnahmen ausdenkt, die dann halt ihn betreffen und beim Spielen behindern, beim Weiterspielen behindern. Aber das sind halt eben Überlegungen, die ihr vorher machen solltet. Und mein Ziel war ja dann, okay, was wäre denn jetzt ein Beitrag, der eine gute Intention wäre, eine Ergänzung wäre zu dem, was an Angeboten, was ich da vorher gezeigt habe, schon überhaupt da ist, das muss ich ja nicht nochmal machen. Oder man macht das mit denen zusammen, anstatt einen eigenen Kanal von Null aufzubauen, kann man ja auch andere unterstützen. Aber das ist halt so etwas, was mir auch aufgefallen ist in den letzten sieben, acht Jahren. Alle fangen für sich persönlich mit ihrem eigenen Ding an und dann geht das ein halbes bis dreiviertel Jahr und keiner zieht das bis zum Ende durch. Und dann ist es wieder vorbei und dann fängt der nächste mit demselben an und sagt, oh, das ist aber voll jetzt geil und das gibt es noch nicht. Anstatt kontinuierlich zusammenzuarbeiten, das war ja auch die Hoffnung beim Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, dass wir diesen Schritt gehen können. Das war aber aus ja, Personalgründen, aus Arbeitsaufwandsgründen, war das leider nicht möglich. Das ist ein bisschen gescheitert, aber vielleicht kommt das ja noch mit anderen. Nochmal. Okay. Lass uns doch mal in die Channel Analytics gucken. Also, was Zeiträume angeht, was Inhalte angeht, was die Zugriffe angeht und was die Abos angeht. Ich habe schon gesagt, dass das ein für ein halbes Jahr Arbeit oder mehr, also jetzt ja sieben Monate Arbeit, schon ein bisschen ernüchternd ist, was dabei rumgekommen ist. Und äh, schauen wir uns das doch mal an. Dafür kann man hier in die Analytics gehen und, achso, man kann auch hier einfach an den Vorbereiteten sonst gehen. In den Vorbereiteten Reiter gehen. Hätte ich jetzt auch lassen können, naja, egal. Ihr seht, äh, standardmäßig immer für die letzten 28 Tage eingeschaltet, was sozusagen ähm, ja, ähm, was sozusagen hinzugekommen ist, also in dem Fall, wie viele Views in dieser Zeit gab und ob das ungefähr dasselbe ist wie immer oder ob das mehr ist. Ihr seht, im Moment ist es ein bisschen frustrierend, sind wir im Sommerloch ein bisschen frustrierend angekommen. Ich hoffe, dass das nach dem August jetzt vielleicht noch mal wieder ein bisschen besser wird, weil es ist schon ein bisschen frustrierend zu sehen, die ganzen Inhalte, die man so macht. Und es ist das selbe wie immer. Aber man sieht hier halt, dass es ähm, 357 Views sind in der Zeit, das ist ja nicht... Ich will damit jetzt nicht prahlen, versteht mich bin nicht falsch, es geht nur um die Analyse, was sozusagen bei diesen sieben Monaten rumgekommen ist, um halt auch mal handfeste Zahlen zu zeigen, wie, was eure Projekte angehen könnte und vielleicht ist es dann ja besser, ihr macht ähm, ganz andere Sachen so. Also die Watchtime, also wie viel sie gestiegen ist, also hier die Battlefield-Geschichten sind scheinbar ganz gut gelaufen. Ähm, die waren nämlich gerade erst. Ja, hier sieht man, wann irgendwie mal neue Subscriber hinzukamen, wann welche Ausstiegen habe ich jetzt, müssten eigentlich auch noch welche rausgegangen sein, die zum Beispiel, weil ich auf einmal im Jahresanfang habe ich sehr viele verloren, weil ich auf einmal ganz andere Inhalte produziert habe. Das ist auch so ein Argument dafür, möglichst vorher zu überlegen, was für Inhalte man machen will und wie kontinuierlich, damit eben nicht Leute dann sagen, oh nee, jetzt lasse ich das, hier kommen ja ganz andere Inhalte. Dass es halt verlässlich bleibt und kontinuierlich. Das ist nicht nur für den Algorithmus gut, sondern auch für die Leute, die euch dann abonnieren. Und das sind halt schon, ja, ihr habt es gesehen an diesem YouTube-Partnerprogramm, ähm, das ist quasi eure Währung, äh, die ihr dann äh, demnächst habt. Also ihr seht hier in diesem Monat oder jetzt am 3., August, 4. und 5. August habe ich äh, Battlefield-Videos hochgeladen. Und äh, die haben eine ganz ordentliche Dauer eigentlich hier. Also. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einzeln hier sehen kann. Also es ist schon so, dass viele von den Videos einen steile, steilen Abfall am Anfang, den ersten 30 Sekunden haben. Es liegt halt auch daran, dass manche zum Beispiel dann bei der äh, Startpage aufgerufen werden von, ähm, von Leuten und dann sehen sie, oh, falsche Sprache oder so, weil ich das halt äh, englisch beschriftet habe. Zum Beispiel könnte man den Eindruck haben bei den Souls-like Let's Plays, dass das englischsprachig ist und das ist es ja nicht. Hier seht ihr dann auch, woher zum Beispiel die Leute kommen. Also zum Beispiel hier external äh, ist dann. Zum, also ich habe, ich poste das immer auf Twitter und auf Facebook. Äh, Instagram ist nicht so meine Welt. Da habe ich zwar auch einen Kanal, aber das, das, dann auch noch zu posten, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht kann man das nochmal verändern. Aber das würde ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr verändern, um dieses eine Jahr systematisch auswertbar zu halten. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, mit die Methodik mit drin ändere, kann ich das ja nicht mehr vergleichend auswerten. Okay, also diese Videos diese Videos zu Battlefield sind sehr gut gelaufen. Und ähm, ja, haben hier ja auch 39% waren noch bei 8 Minuten dabei. Was ist denn so bei 10 Minuten? Hier kamen dann welche wieder. Achso, wegen der Kapitel, die ich angelegt habe. Naja, und dann sieht man halt eben, also ihr seht hier, ich habe verschiedene Kapitel gemacht da drin, die dann halt dieses Video durchziehen. Ja und die Zahlen steigen noch also es scheint ein ganz gutes Video gewesen zu sein es ist typisch untypisch kurz mit 31 Minuten vielleicht schreckt das die Leute auch nicht so ab mit meinen einstündern oder eine halbstündern das ist schon ganz interessant hier ist ein Deckblatt angelegt oder ein Titelbild angelegt ja und das das kann man dann zum Auswerten halt ganz gut gebrauchen gehen wir wieder zurück hier das heißt diese drei Videos sind im letzten Monat eigentlich schon ziemlich gut. Die Quickshot-Videos an sich seht ihr hier laufen eigentlich ganz gut immer. Mal so ein bisschen Special Interest. So. Äh, in diesem Monat noch 10. Das ist ja vom Juni, vom 16. Juni. Kann man das eigentlich? Könnt ihr das sehen? Oder soll ich es größer machen? Also hier zum Beispiel: Assassin's Creed ist vom 16. Juni und hat diesen Monat nur noch 10 äh, Hits bekommen. Das heißt, diese Videos. Verfallen auch unfassbar schnell. Es gibt ja so viel Inhalt, der bei YouTube eingespielt wird. Das hier ist ja etwas, was irgendwie mit Publikationen zusammenhängt, was, wo ich mir vorstelle, dass vielleicht Kolleginnen und Kollegen auch in ihren Lehrveranstaltungen einsetzen können, diese Videos. Und insofern ähm, ist da ja die monatliche Zugriffsrate ähm, sozusagen eher beschränkt, wenn man so ein Special Interest bedient. Ähm, aber hier immerhin zwölf Minuten ne, von, ich kann das ja auch nochmal aufrufen hier. Von 1 Stunde 40 äh, ist die ist das Video eher überdurchschnittlich, ihr seht hier den breiten Korridor, eher überdurchschnittlich lange gesehen worden. Und das ist ja dann auch eine Tendenz, also ich glaube, historische Inhalte scheinen sich auch ein bisschen länger durchsprechen, zu, äh, durch ähm, rumsprechen zu müssen, durchsetzen zu müssen. Ähm, ja, das. Äh, ist ja schon mal nicht schlecht. Erst hier unten kommt dann eben, oder kommt das davor schon, kommt ein so ein ähm, Lost Souls-Ding. Also für Noldens Lost Souls habe ich das genannt. Und The Search ist ja zurzeit aktuell. Ähm, ja, das ist ja auch jetzt hier vom Juli. Mhm. Man kann dann sich halt auch nochmal genauer angucken, was in, seit 2022 hier so passiert ist. Also ich habe ja gesagt, ich habe, also sagen wir mal, um den 25, 26, 27 oder so die ersten Videos hochgeladen 2021 und was ich nicht wusste ist, dass zwischendurch sich auch mal die Channel Analytics ändern können, das heißt hier gibt es zum ersten Mal dann wieder eine Auflistung mit den Videos, die gepublished wurden, das ist ja hier Ende Mai und hier vor gibt es nichts, das ist ein bisschen blöd in dem Zeitraum habe ich 66 von diesen ähm, 66 äh, Abonnenten gewonnen und hier seht ihr halt auch, wer dann hier ist, mal einer weggegangen, hier ist mal einer weggegangen, so dann passen die Inhalte halt nicht mehr. Ähm, bis Ende Mai habe ich zum Beispiel Jedi Fallen Order gehabt und dann ja angefangen mit, ähm, mit äh, The Search und das hat vielleicht auch dieser Themenwechsel nicht eben gepasst. Der Top Content in dieser gesamten Periode, also zum Beispiel hat mich sehr überrascht, dass dieses Video hier. Ähm, von Transport Fever 2, dass das so erfolgreich war. Aber darunter steht halt auch schon der Grund, warum, ähm, warum es so erfolgreich war. Äh, das zeige ich euch gleich nochmal, warte mal, oder kann man das, könnte ich das am besten sehen? Müssen wir gleich gucken bei Content. Immerhin auch hier eins von diesen Public History Videos recht viel gesehen. Und äh, Knaller, und da bin ich den Kolleginnen und Kollegen halt auch dankbar, war im Februar halt zu dem Livestream, hatte ich ein Tutorial-Video Tutorial gemacht, weil ich selbst halt völlig überforderter Einsteiger war und habe gleichzeitig halt historische Ko Konzepte erklärt zu Crusader Kings 3. Und da gab es natürlich eine Wechselwirkung zwischen dem Twitch-Auftritt und das ähnlich habe ich das auch nochmal bei Humankind gemacht. Und insofern, wir müssen ja jetzt nicht alle Videos durchgehen, ihr habt ja gesehen, es sind 137. Aber hier tummeln sich halt schon eine Menge Jedi Fallen Order Videos im Mai. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, weswegen im Mai auch die anderen Inhalte, ähm, die anderen Inhalte hochgespielt wurden, weil. Wir können hier jetzt nochmal reingucken. Oh, hier sind aber gar keine Angaben mehr, oder? Hm. Nee. Das ist ja schade. Oder welcher Zeitraum ist das? Nee, sind's published. Hm, hier gibt es unfassbar viel Statistik. Ich will ja nicht alles ähm, vorwerfen. Hier haben sie jetzt aber leider verworfen, von welcher Plattform das immer kam. Ich kann ja hier nochmal gucken, oder da. Nee. Ähm, es war nämlich sehr auffällig, dass hier im Zuge dieser... Ähm, dieser großen Welle an äh, Nutzern, Nutzerinnen und Nutzern, die das ich gesehen haben. Da waren einige meiner Jedi Fallen Order Videos bei vielen Menschen auf die YouTube Startpage geworfen worden und dadurch haben die viele Klickzahlen bekommen. Dadurch sind halt andere Videos auch angezeigt worden. Versteht ihr, also so funktioniert es bei YouTube halt. Ist erstmal ein Video so beliebt, dass es halt anderen auch angezeigt wird. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch geklickt wird? Und wahrscheinlich haben es auch viele äh, geklickt. Ihr seht hier auch Indien zum Beispiel oder so. Ähm Aber das ist ja jetzt äh, dieses Transportvideo. Äh, da war nämlich Java auch einer der Stichpunkte, glaube ich, oder? Ah, nee, das war also auf jeden Fall war eins der Videos auch zu Java und so. Das heißt, da gibt es halt dann auch Zusammenhänge. Aber. Diese Jedi Fallen Order Geschichte hat halt meine Angebote auch nach oben gepusht. Jetzt kann man sich natürlich lange darüber streiten, ob das ein ähm, Systematisch, also diese Welle hier, ne, mit den Videos, wo es halt wirklich viel Views gab, das sind genau diese Zeiten, wo die, äh, diese Jedi Fallen Order Let's Plays von, den, von diesem Souls-like-Projekt, auf die Startpage anderer geworfen wurden. Jetzt kann man sich natürlich lange darüber streiten, ob das auch interessierte Nutzer, Nutzerinnen und Nutzer waren, denn das ist ja wahrscheinlich eher zum geringen Teil der Fall gewesen. Sie haben dann vielleicht 30, 40 Sekunden geguckt, bis sie dann merkten, oh, die Sprache verstehe ich gar nicht oder so, und sind dann halt wieder runtergegangen. Manche davon haben allerdings auch die anderen Videos angeklickt, und da kann man zumindest schon mal ein bedingtes Interesse vermuten. Um, allerdings hätte man da dann zum Beispiel auch englischsprachige Untertitel machen müssen und so. Dafür fehlt mir einfach die Zeit. Das muss man halt auch klar sagen. Und ich komme am Ende auch nochmal dazu, was ist sozusagen Effizienz und äh, des, des Produzierens und Effektivität beim Ergebnis. Um, okay, das ist aber sehr interessant hier, dass dann halt diese Videos halt gepusht wurden, Das es dann eben entsprechend in dem Fahrwasser hier auch die Quickshots betraf, die dann halt teilweise hochgepusht wurden und hier ging es dann halt mit der ersten Folge The Search los, allerdings dann ja auch wieder auf Deutsch und ähm, huch, jetzt hat er das verloren ja, jetzt scrollt er wieder nicht naja, hier waren dann halt auch noch so Iron, Iron, Iron Harvest, diese Sachen und so, da haben wir uns jetzt ja schon mal angeguckt, die haben es nicht unter die Top Performer geschafft aber das ist ja auch gar nicht so das Ziel meines Kanals das ist schon nur sehr auffällig hier wenn man es sozusagen als mit einem Sideprojekt schafft, diese Startpage-Geschichte zu durchbrechen, in diesem Fahrwasser werden auch andere Videos mitgezogen und angezeigt, die dadurch neue Nutzerinnen und Abonnenten finden. Was sich allerdings hier bei den Abonnenten jetzt nicht so dicht, ähm, nicht so deutlich gezeigt hat, hier gibt es halt einige Abonnentinnen und Abonnenten, die so im April, das hier ist März, das war glaube ich nach dem Crusader Kings Video und ähm, hier ist ähm, Iron Harvest, kann das sein? Ah ne, hier war äh, Steel Division in der Nähe. Okay, also das heißt, hier hat man dann gesehen und die Nutzungszahlen oder die Stunden, die da sozusagen anfielen. Die unterscheiden sich jetzt nicht so extrem, aber man merkt hier die Beule halt auch sehr genau. Schade, dass ich jetzt nicht mehr ins Detail reingehen kann. Okay, ich schaue nochmal zur Sicherheit, was ich euch dann noch zeigen wollte hier. Zeiträume, Inhalte, Zugriffe und Abos. Ja, das vielleicht erstmal dazu. Ich habe Angst, dass ich was vergessen habe. Ich habe mir jetzt nämlich keine weiteren Notizen mehr gemacht. Aber. Das dürfte halt das sein. Können wir hier? Ah, nee, das war das, dass es halt zu alt schon ist, ne? 13% der Viewer gucken nach der 30-Sekunden-Marke nicht, was unter dem Durchschnitt, unter dem typischen ist. Und wird auch gleich empfohlen, wie man es verbessern kann. Aber das spricht halt für die Theorie, dass da. Das ist doch hier, wann ist das nochmal rausgekommen? Mai 20, dass das halt sozusagen dieser Fahrwassereffekt war. Aber auch damit kann man ja arbeiten und operieren. Ähm, bin jetzt nicht so ganz sicher, wie ich das machen kann aus meinem gegenwärtigen Projekt, aber für ein nächstes Projekt werde ich das sicher wieder aufgreifen. Wir waren hier beim Content. Hier sieht man das auch nochmal schön, wie am Mai diese Zahlen hochgingen. Impressions sind halt ja, das ist halt für Werber irgendwie, also die Mengen, also dass das Leuten angezeigt wird, also ob die da nun hingucken oder nicht, kann man sozusagen nicht messen, aber ähm, ja, hier sieht man auch, dass äh, April, am 11. April nee, gar nicht wahr bevor, also weiter zurückliegend als April äh, 2022 sind diese Daten für Impressions und Click-Through-Raten nicht, ähm, nicht mehr lieferbar. Und es ist schon krass, ne? also wenn man sich überlegt, dass all diese Leute, die darauf zugreifen, maximal im Durchschnitt 3 Minuten, Minuten 16 gesehen haben. Das heißt, lasst 5% bis zum Ende gucken oder fast bis zum Ende. Der Rest macht nach 40, 50, 40, 50 Sekunden aus, maximal. Ähm, ja, es gibt hier ein paar, ähm, die deutlich drüber sind. Also zum Beispiel dieses historische Wissenssystem-Video oder auch hier eins dieser Jedi ähm, Fallen Order Videos. Und es gibt Videos, die halt relativ schnell abbrechen. Ja, ist jetzt schwierig, was man, was man daraus lesen will. Okay, für die gesamte Zeit... Ja, haben wir hier nochmal Returning Viewers und äh, neue, die hinzukommen aus irgendwelchen Dingen. Also, das zeigt halt am deutlichsten, selbst wenn wir jetzt die einzelnen Videodaten nicht mehr haben, aber zeigt am deutlichsten, dass das hier von extern kam. Ne? das sind diese Schwellen mit äh, neuen äh, Viewern, die mal vorher noch nicht auf dem Kanal waren. Ähm ja, und das mit den Subscribers hatten wir ja schon. Ja, das vielleicht dazu, zum Überblick. Man, ich hab so ein bisschen, also man sieht hier halt im Überblick auch, wer da so herkommt. Kann man das hier auch, und jetzt ändert sich nicht. Also, so, größtenteils aus Deutschland natürlich. Das hier war dieser, bei Indien war dieser Star Wars-Effekt, sag ich mal. Ähm, ja, also diese Statistiken hier finde ich ein bisschen. Nicht alle haben ihre Daten ehrlich angegeben. Nicht alle schicken Ausweis ein. Ah, ich weiß nicht. Also 82% immerhin sind nicht subscribed in der Zeit. Ne? Ähm, da weiß ich halt auch nicht, wie viel davon von diesen Abbrechern für 0,30 oder 30 Sekunden sind. Hm. Ja. Eher ab 18 Nutzerinnen und Nutzer. Wobei man jetzt auch nicht weiß, wer da angemeldet ist und wie das berechnet wird. So, warum ist das jetzt hier angezeigt? Geh weg, geh weg, du Tafel. Okay, und natürlich kann man hier noch viel mehr auswerten. Das brauche ich jetzt aber auch nicht irgendwie ähm, exzessiv machen. Man sieht hier noch mal eine über Übersicht über den gesamten Content. Und hier sind es dann eben hier die Videos. Die hier an den Tagen so in den Mai so erfolgreich waren. Die sieht man hier angezeigt. Ähm, das sind halt eben diese Jedi Fallen Order Sachen. Sunless Sea im Fahrwasser mitgeschwommen. Das hier ist eins, das ja der, schon länger läuft. Ähm, was haben wir hier? Ziemlich viel Jedi Fallen Order. Ja, was wir nie noch sehen kann, ist, dass eben 10% der Views überhaupt in meinem Kanal dann auf dieses Video verschlagen. Ja, das ist alles ähm, ein interessanter Forschungsbefund, aber als Content Creator etwas frustrierend, ehrlich gesagt. Hier sind nochmal die Traffic-Quellen. Suggested Videos. Ja, also durch, ach so, hier sieht man das nochmal. Das ist halt... Hier, ja, die vorgeschlagenen Videos sind. Über die, die Leute da hingekommen sind. Sie haben sich ein Video angeguckt und sind dann zum nächsten gegangen und haben weitergeklickt. Ähm, ja. Gezielt gesucht haben die wenigsten... Ja, und von den Playlists, das wollte ich euch nochmal zeigen, das habe ich am Anfang erwähnt. Die, der Soundtrack von Strange Days ist halt einfach ungeschlagen. Äh, kontinuierlich benutzt von irgendwelchen Leuten, die das halt schon sehr lange kennen. Ich habe, ich weiß gar nicht, wann habe ich den angelegt. Kann man das hier sehen? Achso, nee, das war ja Quatsch. Lifetime. Ähm. Jetzt stürzt er ab oder was? Naja, gut, also hier irgendwie 2013 habe ich meinen Kanal aufgemacht da oder was? Ja, um den Dreh. Und ähm, seitdem kontinuierlich nachgefragt. Ist halt äh, ein Service an die Community von mir, aber ja, ich weiß nicht. Ähm, Moment, jetzt habe ich es ganz so gemacht. Ja, hier kann man eine ganze Menge mit rumspielen und ihr seht halt, dass. Ähm, diese Stelle ähm, vollen Order Sachen hier gut gelaufen sind der Quickshot von äh, Sunday Sea, sieht man hier in der Statistik nochmal sehr schön ja das kann man hier bei Date nochmal sehen achso, da kann man einfach nur die Daten auswählen interessant ist dass halt ähm, wenn wir hier die Devices angucken äh, dass halt ich eher gedacht hätte, so Historikerinnen und Historiker und so Tablet und Computer, aber dass es halt hier so eine Spitze auch gibt, hier auch mal eine Spitze gibt, über Mobile Phones, die da hinkommen. Und das sind jetzt ja keine gigantischen Zahlen, wie gesagt, aber man merkt halt, dass das interessant ist auch über Fire TV oder was ist das dann? Smart TVs und ja, zum Beispiel, ähm, wenn die Playstation 4 verbunden ist mit dem Fernseher, dann wird es wahrscheinlich auch darüber ausgewertet. Ähm... Okay, aber immerhin ziemlich viele Aufrufe durch diesen Klotz hier. Und des, sowas würde ich halt gerne nochmal wieder herstellen, aber systematischer. Ich denke darüber nach, wie ich das mit den Dark Souls Let's Play halt machen kann. Aber ich kann halt nicht systematisch jetzt in diesem Jahr diese, diese, diese analytische, also die Systematik ändern, die ich mir vorgenommen habe. Das würde null Sinn ergeben. Und hier könnt ihr dann halt auch noch andere Formen angucken. Andere. Informationen euch hinzuholen. Ja, was sagt uns das jetzt? Schwierig, schwierig, ne? Okay, das dazu. Ja, was sind jetzt meine Lektionen aus diesen Befunden? Ähm, die jetzt ja doch irgendwie verstörend sind oder ernüchternd oder so. Ähm. Ich kann nochmal zurückgehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen, was ich zeigen wollte. Naja, kann es ja bei Nachfragen in den Kommentaren noch nachreichen. Ähm, Lektionen aus dem Befunden des äh, Halbjahres. Also wichtig ist halt irgendwie, dass man eine Intention hat, finde ich. Also was genau wollt ihr eigentlich geschichtswissenschaftlich mit eurem YouTube-Projekt? Wollt ihr einfach nur Unterhaltung machen? Dann reiht ihr euch ein in die zahllosen YouTuber mit Let's Plays und wollt ihr redaktionellen Inhalt machen? Wollt ihr nur no Reaction-Videos zu irgendwie in Trailern? Das ist ja irgendwie methodisch schwach, ähm, aber sicher förderlich für den unfassbar dämlichen Algorithmus. Sie haben ja immer gesagt, sie würden bei YouTube gerne ähm, Qualitätsprodukte. Fördern, aber erstens sind Qualitätsprodukte länger als drei, vier, fünf Minuten. Also Dokumentationen vielleicht. Ähm, davon gibt es ja auch durchaus etwas. Mr. Wissen2go oder kurz gesagt dieser Kanal oder so. Es gibt ja durchaus solche Sachen. Aber die Masse ist ja wirklich Quatsch. Die Masse ist Let's Play-Videos, wo Leute zeigen, wie sie spielen. das ist ja auch. Mache ich ja auch letztendlich mit diesen Souls-like-Sachen. Das finde ich auch spannend. Also, ich gucke zum Beispiel auch bei den Rocket Beans gerne. Aber das ist ja nicht originär etwas, was mit Geschichtswissenschaft zu tun hätte. Also, ähm, Diskussionsrunden, ja, warum dann nicht ein Podcast? Warum muss das ein Video sein? Also, solche Dinge sollte man sich überlegen. Wollt ihr ein Thema besetzen? Also, inhaltlich. Also, wollt ihr zu eurem Fachthema arbeiten? Am Anfang hat mein Kanal ja primär halt auch meine, meine wissenschaftliche Arbeit mit der Doktorarbeit unterstützt. Was ist mit einem methodischen Zugriff? Also, weil die in der Didaktik besonders zur Modifikation, zum Modding arbeiten oder so, zum, zum Engagement der Schülerinnen und Schüler für eigenes Programmieren oder was. Ähm, und dann im Thema Geschichte. Ich hatte ja auch ein Video gemacht zu Assassin's Creed Odyssey, wo es um die Gestaltung eines ähm, Quests, einer Questreihe mit dem Story-Editor-Mode geht, ähm, zu Herodot und äh, der Deutung der Thermopylen-Schlacht. Das habe ich euch als Beispiel, als ein Video halt auch in, mein, in meinen Quickshots. Ähm, könnt ihr euch das ja auch angucken? Und Turn habe ich geschrieben, ja, was für ein Turn interessiert euch denn? Also bei mir war es Public History zum Beispiel. Also als Paradigmenwechsel, die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit. Wie wirkt ein Videospiel in der Öffentlichkeit? Was kann die Öffentlichkeit mitwirken an äh, historischen Prozessen? Das fand ich immer sehr spannend. Äh, Gender ist bei vielen interessant. Äh, es gibt auch. Zum Beispiel die Perspektive Globalgeschichte, also statt nationaler Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, wie sie bis heute ja die Strukturen und Institutionen dominiert, äh, zu, hin, hin zu einem globalhistorischeren Blick, Regionen über nationale Grenzen hinaus. Sowas alles kann man sich natürlich vorstellen. Das sollte man sich vorher überlegen. Und dann eben die Frage, wenn man sich das überlegt hat, was man machen will, äh, bevor man irgendwas macht, da kann man nämlich auch Reaction-Videos machen. Die Erwartung, was passt? Passt dieses Vorhaben überhaupt zur Plattform? Also, ich hatte ein bisschen angedeutet, was den Algorithmus angeht. Also, dieses ähm, Aufmerksamkeitsklicken. Videos, die eine Stunde lang sind oder zwei. Ich weiß nicht, ob die Leute das alle initial gern anklicken. Allerdings hat sich das jetzt durch den Inhalt ergeben, dass ich es anders nicht hinkriege. Ähm. Was ist, wenn ihr es hinkriegt, fünf Minuten zu machen zu irgendwelchen historischen Themen und die auch zu verketten? Also dass die Leute auch nicht nur auf das Video, sondern auch auf das nächste draufklicken. Wie, wie steuert ihr euer Wachstum? Also wenn, wenn ihr so eine großen Videos macht und das auch für mich halt nur der, der Tagesablauf hergibt, sowas zu machen mh, und dann halt auch ausführlich zu erklären, weil das sozusagen die Gesamtintention des Projektes ist. Führt das, wie ihr gesehen habt, nicht unbedingt zu exponentiellem Wachstum. Und die Frage ist ja, wenn ihr monetarisieren wollt, müsst ihr ja irgendwas produzieren auf eurem Kanal, was dieses Wachstum herstellt. Ich hatte das ja angeführt mit den ähm, 1000 Abos da, die man da minimal braucht. Ich glaube, Tastenhauer ist irgendwie bei Bummelig 3000 oder sowas zurzeit. Ähm, aber das sind halt Fragen, die ihr euch stellen müsst, wenn ihr das monetarisieren wollt. Und dann, wie passen auch die Inhalte? zur Monetarisierung. Guckt euch die Community-Richtlinien an und so. Also was sind eure Erwartungen und was ist eure Intention, was ist euer Wunsch, was zu machen? Und dann eben Effizienz. Also, was viele unterschätzen ist und was ich auch selbst mit meiner Vorerfahrung unterschätzt habe, ist wie viel Zeit habe ich eigentlich, um diese Videos zu produzieren? In welcher Länge? Also zum Beispiel ein Let's Play, das kontinuierlich durchläuft, ist hm, habe ich auch schon mit vielen YouTubern diskutiert, wie, wie lang muss eigentlich ein einzelnes Video sein? Also bei so einem Let's Play von Souls-like Spielen macht ja 10 Minuten keinen Sinn. Aber ist eine halbe Stunde gut? Was gucken die Leute an? Eine Dreiviertelstunde? Wie hängt das von deinen Nutzerinnen und Nutzern und deren Gewöhnung ab? Also wenn es jetzt halt zum Beispiel größtenteils Geschichtswissenschaftlerinnen, Lehrer und Didaktikerinnen sind, haben die Bock eine Dreiviertelstunde Souls-like zu gucken? Welche Le Leute kommen dann da? Müsstet ihr euch halt vorstellen. Und dann eben dieses vor die Welle kommen habe ich es genannt am Anfang. Wie, wie kriegt man es hin, dass man ein bisschen auf Vorrat produziert und dass man auch mal, ich weiß nicht, zu einer Konferenz fahren kann, in Ruhe einen Artikel schreiben oder seinen Unterricht vorbereiten? Wie geht ihr mit Arbeitsspitzen um? Das Ende eines Semesters, ein Albtraum an der Universität, mit den ganzen Prüfungen und den ganzen Gesprächen und nochmal vor den Semesterferien alle zu Konferenzen zusammen und so. Um, obwohl das auch von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich ist, aber ihr wisst, was ich meine. Wie kriegt ihr die Produktion gebacken, dass ihr halt genug Material habt, damit es kontinuierlich ist? Wie fangt ihr Krankheit ab? Urlaub? Wollt ihr vielleicht auch mal Urlaub machen oder wollt ihr durchstreamen? So. Um, weil ich Sigismund erwähnt habe in seinem Video, hat er sogar halt versucht, aus Motelzimmern in Thailand mit äh, Mobilanbietern äh, seine, seine Hand-Showdown-Angebote weiterzumachen und so. Ziel muss es doch sein, ein vernünftiges Auskommen zu haben. Vielleicht nicht nur über die Algorithmen und die Monetarisierung von YouTube, aber eben dann auch ein vernünftiges Leben zu haben. Weiß nicht. 40 Stunden Woche, ab und zu mal Urlaub oder sich mal was gönnen können. Ähm, dafür ist vielleicht auch ganz gut, wenn man ja einen Zeitraum absteckt. So. Und das war das, was ich mit Eff Effektivität meine. Also Effizienz ist ja das, was ihr im fortlaufenden Betrieb Sinnvoll hinkriegt. Effektivität ist halt, welche Ziele steckt ihr euch, um eure Intentionen zu verwirklichen? Also wie, wie, wie lange wollt ihr dann so ein Projekt fortsetzen? Es gibt genug Leute, die alle immer als Einzelkämpfer dann losziehen und das dann nach einem halben Jahr hinschmeißen. Also sie haben vorproduziert und schaffen es nicht, das umzusetzen und aufzusetzen für den Kanal. Das ist doch schade um die ganze Arbeitszeit. Und vor allem ist es so, der nächste kommt dann wieder und oh, ich will ein eigenes Video, einen eigenen Kanal machen und ich will einen eigenen. Also wie, wie ist das mit Mikrofon? Was für Kameras brauche ich? Und dann schafft man sich das alles an und nach mehr einem Jahr merkt man, dass, was man sich da so vorgestellt hat, kriegt man gar nicht so hin. Also, was sind die Bedingungen, zu denen ihr abbrecht? Also, ich gucke mir zum Beispiel jetzt dieses Jahr genau an und schaue halt ich versuche halt so ein gewisses Querschnittprogramm zu machen von Dingen bei den Quickshots, die nicht typischerweise thematisiert werden bei Videospielen. Und die arbeite ich jetzt nach und nach ab, immer diese Mittwochsgeschichten, mal drei Folgen, mal eine Folge, so. Und dann dazu, dazu parallel versuche ich halt mit diesen Souls like Let's Plays durchzukommen. Und dann entscheide ich halt im Winter 2022 2023... Ist es den Aufwand wert? Gibt es genug Nutzerzahlen? Gibt es genug Diskussionen? Wird es überhaupt von Kolleginnen und Kollegen genutzt? Also, bisher ist es so, wenn man das zum Beispiel im äh, Discord-Server beim Arbeitskreis postet, dann gibt es halt immer dieselben Leute, die das wohlwollend aufnehmen und äh, markieren und sagen, hey, geil, so. Aber diese, diese Schwelle zu durchstoßen, dass das dann halt auch wirklich genutzt wird als Angebot. Also die Intention ist ja, dass ich das für andere mache, auch damit Material vorliegt, um Leute eine, ein eine Einführung zu geben in ein bestimmtes Spiel oder dass man das auch als Material im Seminar benutzen kann. Wieso zum Teufel muss das eigentlich jeder selbst von Anfang an machen? Und selbst das scheint nicht, noch, nicht noch nicht durchzudringen. Aber dann muss ich eben anhand der Befunde, was geht mit den Leuten, was, was nehmen die an, entscheiden nach einem Jahr, okay, dann mache ich mir lieber öfter mal eine gemeinsame Spielenrunde, in Battlefield mit den Kolleginnen und Kollegen oder ein Humankind-Stream oder was weiß ich. Und dann mache ich das halt alles aus Jux und Dollerei so mal unregelmäßig. Aber dann zieht halt das nächste Argument Kontinuität. Wenn der Al Algorithmus irgendwas nicht verzeiht, dann ist es Unregelmäßigkeit. Also. Wenn man erstmal anfängt, nichts kontinuierlich mehr zu produzieren und auch in einem Volumen, das dann irgendwie ungefähr Verlässlichkeit zeigt, dann äh, braucht man sich über die Startseite, über die Landing Page von den Leuten, kann man, braucht man sich gar keine Gedanken machen. Das wird dann mit einmal Maßnahmen nicht funktionieren. Und das ist eben etwas, wo man dann eben eine Entscheidung treffen muss. Wie viel Spaß macht mir das, um ohne ein Auskommen? Ich meine, das hat jetzt null generiert und viel Arbeit gekostet. Ähm, wie wichtig ist mir das Thema, um das anderen nahe zu bringen? Und wenn dann andere es gar nicht zur Kenntnis nehmen, dann muss man halt auch sagen, okay, dann war das ein rundes, ein Jahresprojekt. Im Gegensatz zu, ich höre jetzt mal plötzlich auf, sondern ein angekündigtes, ein Jahresprojekt. Am Ende dieses Jahres, wahrscheinlich mit ein bisschen Verspätung im Februar oder sowas, 2023 oder so, werde ich das halt nochmal machen, was ich jetzt hier zum Halb-, als Halbjahresbilanz mache und dann gucken, hat sich was verändert, was hat sich verändert. Und so könnt ihr das dann halt auch Mitverfolgen und euch eure eigenen Schlüsse draus ziehen, wie sinnvoll das ist, sowas zu machen und vielleicht auch gemeinschaftlich eher was zu machen. Ähm, gemeinschaftlich eher was zu machen, unter Studierenden zum Beispiel oder im, in den Student Young Professionals vom Historikerverband, also dem, dem Nachwuchsverband. Des deutschen Historikerinnen und Historikerverbandes. Da gibt es halt auch viele Aktivitäten, aber zum Teufel bündelt das doch mal. Man arbeitet doch zusammen. Ich verstehe das immer nicht, warum alle irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und es gibt am Ende so viel an Veranstaltungen, an, an Diskussionsrunden, an Podcasts, an Videokanälen, dass niemand das mehr überblicken kann. Also, ich beschäftige mich damit ja nur beruflich, aber ich. Hab so viele Projekte schon kennengelernt und mit den Leuten zusammengearbeitet und Projektkursen. Ich kann nicht bei denen allen komplett jeden Tag auf dem Laufen bleiben. Das wäre mehr als ein Volltagsjob. Da braucht man 100 Mannstunden jeden Tag für, um das das zu verfolgen. Das heißt, gegenseitig im Blick zu behalten, aufeinander zu verlinken, sich gegenseitig zu fördern und eben auch die Angebote ab zu, ähm, abzugleichen oder abzugrenzen oder. Als Ergänzung zu verstehen, ist glaube ich der bessere Ausdruck. Das ist glaube ich das Sinnvollste, was man machen kann. Und das führt dann eben zu der Frage, wie teilt ihr das Angebot eigentlich auf eurer Startseite auf? Ich habe das halt laienhaft zusammen mir vorgestellt. Was würden die, Leute denn, würden die Leute denn als erstes zugreifen wollen? Die Quickshot-Sachen, dann die, die Sachen. Ich kann das ja nochmal aufwerfen. Ähm. Da gehe ich mal lieber auf den Hauptkanal wieder. Und dann seht ihr hier ähm, die, die Quickshot-Sachen als erstes die eigenen Projekte, dann Geschichte und Erinnerungen in Computerspielen, also die, wo halt, wo es konkret um Videospiele zu Projekten ging. Dann das Let's Play, das Aktuelle, dann die Sammlung der Let's Plays, dann die, das Dissertationsarchiv. Schuldig. Ich fliegt hier gerade was am Kopf rum. Ähm, und äh, dann eben hier nochmal die Uploads. Die gibt es halt ja auch nochmal ge gesetzt davon unter Videos. Das sind ja hier quasi die kompletten Uploads, wo man das chronologisch uploads, wo man das chronologisch sehen kann. Hier seht ihr auch die drei Videos von äh, Battlefield. Und das muss ja in sich stimmig wirken. Ne? Was man dazu noch sagen muss, ich habe jetzt halt das Ganze äh, noch nicht bis zu Ende, Ende getrieben. Hier steht zwar, was ich mache und wer ich bin, und hier ist ja das Foto, aber es ist eine Art. Ja, Branding fehlt halt noch. Also wie erweckt ihr so einen stimmigen fachlichen Eindruck dabei? Also was ist eure Marke und das machen andere Kolleginnen und Kollegen ja besser? Man könnte auf der Tastenhauer mal gucken, wie der das macht mit seinem Burgthema und mit seinen Gesprächen und so. Und äh, Leuten, die dann halt als äh, Abonnenten auf Twitch zum Beispiel äh, häufiger, also höherrangiger sind und damit andere Rechte haben und sowas. Äh, das ist etwas, was ich sehr anstrengend finde und was ich sicher machen müsste, wenn ich davon leben wollen würde. Aber zurzeit ist ja das nicht meine Intention. Ähm, aber ein Begrüßungsvideo. Ich habe das eben gesehen. Ähm, jetzt muss ich noch mal zu Customization hier. Hier gibt es halt für Returning Subscribers, die halt zurückkommen, kann man hier ein Video reinpacken. Das wird nur den dann angezeigt. Und äh, hier gibt es halt noch ein Video. Ich könnte jetzt halt ein Video noch drüber machen, was Erwartet euch eigentlich auf dem Kanal mit einer netten Begrüßung oder sowas. Dieses Branding ist halt die Frage. Also die Banner auf verschiedenen Formaten, eine Wasser, äh, ein Wasserzeichen einbauen in die Videos. Ähm, das wäre vielleicht auch noch was, was ich nochmal machen könnte. Und dann gibt es halt hier die Texte, die ich da äh, reinbauen kann. Und insofern gibt es hier schon eine ganze Menge, wie man sein Angebot hübscher machen kann. Ähm, ja, also das meinte ich mit Branding. Was ist die Begrüßung? Was ist euer Thema im Kanal? Wie bringt ihr das den Leuten rüber? Da ist noch Luft nach oben bei mir. Das ist, sieht noch sehr nach einer persönlichen Seite aus. Und so soll es ja für dieses Jahresprojekt auch bleiben. Und dann das Thema Kollaboration. Ich weiß nicht, warum es in der Wissenschaft und in der Lehre so viele einzelgänge gibt und so viele Einzelgängerprojekte, die dann alle irgendwie bei geringen Fallzahlen rumdümpeln und sich gegenseitig nicht synergetisch befruchten. So, das, ähm überlegt euch, wollt ihr so arbeiten? Es gibt halt herbe Risiken. Ich habe die Corona-Erkrankung genannt, Urlaub, wenn man Urlaub gerne mal machen möchte, wenn man sich mal was leisten möchte. Ähm, dann kann man eben nicht rund um die Uhr produzieren. Und dann ist es auch der Umfang, den man sich vornimmt zu produzieren. Man kann nicht verschiedenes, also Tastenhauer zum Beispiel hat einen Plan, jeden, jeden Tag bestimmte Slots zu liefern und immer zwei Folgen und sowas. Ich kann das nicht leisten. Und das ist jetzt auch nicht Sinn dieses Einjahresprojekts gewesen. Vielleicht kann ich das ein andermal machen, aber es würde mir dann, glaube ich, auch den Spaß versauen daran, bei YouTube was zu machen. Regelmäßig verschiedene Spiele und immer Content zu produzieren und vorzuproduzieren. Aber wie bündelt ihr denn Kräfte? Es, kann ja auch, es gibt ja auch die Möglichkeit, gemeinsam einen Kanal zu betreiben und sich dann die Einnahmen zu teilen, sollte das äh, genug werden und so. Das sind, es gibt ja zig Netzwerke. Warum sind denn die Rocket Beans? Warum sind denn äh, Brammen und Konsolen? Warum ist dann Hand of Blood? Warum sind das denn alles Netzwerke? Weil es eben viel einfacher ist, sich gegenseitig mal aufzufangen. Zum Beispiel, Hand of Blood war jetzt ja gerade krank. Das ist noch gar nicht so lange her, auch Corona. Und dann haben halt andere, oder was der Urlaub von ihm, das war, glaube ich, davor noch, ne? Auf jeden Fall haben andere seinen Kanal, dann, äh, Maxim Markov zum Beispiel, und Shurioka und so, haben dann seinen Kanal übernommen für jeweils einen Tag und das ist auch eine coole Werbung für die anderen. Und es ist ja nicht so, dass das ein Nullsummenspiel ist, sondern die Bekanntheit von Leuten untereinander fördert sich ja auch gegenseitig. Das heißt, ich habe nie verstanden, warum die, warum man so exklusiv denkt und sich gegenseitig nicht äh, mit unterstützt und sagt, okay, mein Wing Steinweilen hat ein ganz anderes Angebot als jemand wie Tastenhauer. Der hat zum Beispiel mehr ein Histotel mit so einem Unterhaltungsziel und will gar nicht fachlich wissenschaftlich sein, hat dadurch eigene Probleme und die könnte man durch andere Kanäle wieder auffangen und, naja, bildet Netzwerke, ergänzt Vorhandenes und tauscht Erfahrungen aus. Das ist sozusagen das, was ich euch mitgeben kann aus diesem ersten halben Jahr. Und dann würde ich für heute schließen und euch danken für die Aufmerksamkeit. Ähm, fragt mich auch gerne in den Kommentaren nach zu Themen oder nach Ideen, wie ihr euren Kanal umsetzen könnt. Es bleibt dabei mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen, aber wie ihr bleibt auch ich immer weiter neugierig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video in der nächsten Woche. Oder bei meinen äh, Soulslike Let's Plays, die können auch ein bisschen Aufmerksamkeit vertragen. Ähm, und ja, ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass ihr Interesse habt für meine Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.